Er postete Bilder seines Opfers im Internet. Zuerst dachten die Menschen, dass es sich um einen Streich handelte. Jedoch wurde aus diesem angeblichen Streich bald bitterer Ernst. Es ist der Fall des 4chan-Täters. Bevor das heutige Video beginnt, möchte ich euch nochmal ganz kurz meinen Partner Holy vorstellen. Seit über einem Jahr gibt mir Holy mittlerweile die Energie, die ich brauche, um Videos für euch machen zu können. Denn Holy ist eine Energy Drink und Eistee Alternative ganz ohne Zucker, Kalorien oder sonstigem Kram, den man in herkömmlichen Getränken findet. Mit natürlichen Aromen und in wirklich vielen Geschmacksrichtungen ist hier für jeden was dabei. Ob beim Zocken, Arbeiten oder für den nächsten True Crime Marathon. Dabei bietet Holy für Neueinsteiger sogar ein Paket an, in dem man fast alle Energy- und Eisteesorten probieren kann. Und mit meinem Code CRIME5 spart man sogar noch 5 Euro auf die erste Bestellung. Mein Favorit aktuell ist der Fruity Frog, aber bisher haben mir wirklich alle Sorten gefallen. Probiert gern mal mit meinem Code CRIME5 für nur 14,99 und schreibt mir dann gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Jetzt aber zum heutigen Fall. Unser heutiger Fall spielt sich in Washington, USA, im Jahr 2014 ab. Genauer gesagt im kleinen Ort Port Orchard. Knapp 20 Kilometer von Seattle entfernt liegt der Ort zwischen Bergen und dem Wasser. Gerade einmal 16.000 Menschen leben hier, weshalb innerhalb der Ortschaft eine gewisse Verbindung untereinander besteht. Einer dieser 16.000 Menschen war Amber Coplin. Amber wurde am 30. Mai 1984 geboren und war zum Zeitpunkt des Falls 30 Jahre alt. Amber wuchs außerdem mit 5 Schwestern und 2 Brüdern auf. Während ihrer Kindheit ließen sich ihre Eltern scheiden und heirateten wenige Jahre später einen anderen Partner. Auch Amber bekam im jungen Erwachsenenalter selbst Kinder, insgesamt 5, alles Söhne. Mit ihrem damaligen Ehemann Paul hatte sie also ein viel beschäftigtes Leben als junge Eltern. Ihre 5 Söhne waren Adam, Bryce, Tim, Jason und James Coplin. Durch diesen dauerhaften Stresszustand bröckelte auch die Ehe der beiden langsam, weshalb sie sich irgendwann scheiden ließen. Sie blieben zwar in Kontakt miteinander, aber ihre gemeinsame Zeit als Paar war endgültig vorbei. Wenige Zeit nach der Scheidung traf Amber einen Mann namens David Kallack. Die beiden wurden relativ schnell ein Paar und zogen zusammen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie hatte auch einen eigenen Job bei der Firma State Farm und sie versuchte nebenbei noch eine Weiterbildung an einer Schule zu machen. Außerdem half sie noch freiwillig bei den Pfadfindern, bei denen auch ihre Söhne Mitglieder waren. Sie hoffte, dass ihre Söhne durch die Pfadfinder Teamwork und andere wichtige Eigenschaften lernen könnten. Eigenschaften, die ihr neuer Partner David überhaupt nicht hatte. David hatte eine kriminelle Vergangenheit, die im Jahr 1997 begann. Er wuchs mit seinen Eltern und seinen 2 Brüdern auf. David kam allerdings irgendwann ins Teenageralter und damit begannen auch seine Probleme. Alkohol und Substanzenmissbrauch gehörten zu seinem normalen Leben. Oft wurde er wegen Trunkenheit am Steuer oder ähnlichen Vorfällen verhaftet. Als er dann 18 Jahre alt wurde, kamen noch viele Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung hinzu. Insgesamt wurde er in 18 Fällen angeklagt mit über 50 Anklagepunkten. Bei fast allen der Taten, für die er angezeigt wurde, war er auch unter dem Einfluss von Alkohol. Im März 2014 wurde er dann wegen Körperverletzung an seine Ex-Partnerin angezeigt. Das Ganze war nur 8 Monate vor der Tat, wenige Monate bevor er mit Amber zusammenzog. Er schlug seiner damaligen Ex-Freundin ins Gesicht und drohte ihr mit einem Messer, dass sie ihr das Leben nehmen würde. Vor Gericht plädierte er auf schuldig. Seine Strafe fiel deshalb eher mild aus. Er bekam eine Bewährungsstrafe und es ist nicht ganz klar, ob Amber von seiner Vergangenheit wusste. Oft hörten Nachbarn auch, wie die beiden sich stritten. Und dann kam der 4. November 2014. Um ganz kurz eine persönliche Geschichte zu erzählen. An diesem Tag war ich gerade in der Universität und hörte mir eine Vorlesung über Psychologie an, als mir ein Freund plötzlich eine WhatsApp-Nachricht schrieb, dass jemand auf 4chan behaupten würde, dass er seiner Frau das Leben genommen hatte. Neugierig wie ich damals war, ging ich natürlich sofort auf die Webseite und sah den Post. Ich war mir nicht sicher, was ich sah, aber
Es waren Bilder, die selbst jetzt, fast 10 Jahre später, immer noch in meinem Kopf sind. Zuerst versuche ich euch jetzt aber zu erklären, was 4chan ist. 4chan ist eine Webseite, die es bereits seit dem Jahr 2003 gibt. Dort gibt es, wie bei Reddit, verschiedene Unterforen, in denen Nutzer über allerlei Themen sprechen können. Dabei sind die Nutzer der Seite aber alle anonym, was den Reiz für viele ausmacht. Es geht bei 4chan um Themen wie Manga, Videospiele, Politik, aber auch ganz andere. Besonders bekannt ist das B-Forum. Dort gibt es keinerlei Regeln und jeder kann posten, was er möchte. Ein anonymer Post erschien dann am 4. November plötzlich auf der Seite. Der Post enthielt sehr grafische Fotos einer leblosen Frau ohne Bekleidung. Zu den Bildern schrieb der anonyme Nutzer: "Es ist viel schwerer, jemanden zu erwürgen, als es in den Filmen dargestellt wird. Sie hat so heftig dagegen angekämpft. Schaut in ein paar Stunden in die Nachrichten von Port Orchard, Washington. Ihr Sohn kommt bald nach Hause von der Schule. Er wird sie finden und die Polizei anrufen. Ich wollte die Bilder nur teilen, bevor sie mich finden. Ich habe mir eine Luftpistole gekauft, die realistisch genug aussieht. Wenn sie kommen, dann ziehe ich die Waffe." In den ersten Minuten, nachdem der Post online ging, waren sich viele nicht sicher, ob hier jemand versuchte zu trollen oder ob er es ernst meinte. Gerade auf 4chan sollte man nicht alles als die Wahrheit akzeptieren, was dort gepostet wird. In diesem traurigen Fall war es allerdings die bittere Wahrheit. Der Post blieb bis zu den frühen Abendstunden online, bevor er von der Seite gelöscht wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatten ihn Tausende gesehen und hunderte Kommentare waren unter dem Post zu finden. Kurz nachdem der Post online ging, wurde die Polizei angerufen. Amber Coplin wurde leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihr Ex-Mann Paul stand vor dem Haus, im Inneren war alles verwüstet. Es sah nach einem Raubüberfall auf den ersten Blick aus, denn ihr Geldbeutel war leer. Nur ihr Führerschein war noch da. Jemand hatte Tod darauf geschrieben. Des Weiteren fanden die Ermittler ein kaputtes Foto von Amber, auf dem "Sie brachte mich zuerst um" drauf stand. Auch auf ihrem Körper und den Vorhängen standen Beleidigungen geschrieben. Ihr Körper war in einem schlechten Zustand und zeigte mehrere Verletzungen auf. Als letztes Detail fanden die Ermittler noch Dokumente, die zeigten, dass Amber kurz vorher eine Schwangerschaft frühzeitig beendet hatte. Vielleicht ein Motiv, dachten die Ermittler. Sofort wurde David verdächtigt, da er am Abend zuvor heftig mit Amber gestritten hatte und die Kinder nicht wussten, wo er war. Worüber genau der Streit war, ist nicht bekannt, jedoch endete er damit, dass Amber sagte, dass David auf der Couch schlafen oder gehen müsse. Der 13-jährige Sohn, der als einziges noch mit Amber und David lebte, sagte, dass er ins Bett ging und am nächsten Morgen gegen 6 Uhr aufwachte. Bereits dort hätte sich die Wohnung komisch angefühlt, da David zu dieser Zeit sich normalerweise fertig für die Arbeit machte. An diesem Morgen war er aber nirgends zu sehen. Auch seine Sachen waren nicht mehr in der Wohnung, was merkwürdig war. Er sah außerdem, dass die Tür zum Schlafzimmer geschlossen war, was aber normal war, weshalb er zur Schule ging. In der Schule ging es ihm dann sehr schlecht. Ihm war übel und er hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmen würde. Er schrieb seiner Mutter daraufhin mehrere WhatsApp-Nachrichten ohne Antwort. Deshalb rief er seinen Vater an, der ihn dann nach Hause brachte. Zu Hause angekommen, ging der 13-Jährige vorsichtig in die immer noch dunkle Wohnung. Dort aß er etwas, ging duschen und bemerkte dann, dass die Tür zum Schlafzimmer seiner Mutter immer noch geschlossen war. Er öffnete die Tür, da ein merkwürdiger Geruch in der Luft lag, und was er auf der anderen Seite vorfand, muss ein extrem traumatischer Moment für ihn gewesen sein. Man geht davon aus, dass Amber schon in der Nacht zuvor ihr Leben verloren hatte. David überquerte eine nahegelegene Brücke um kurz vor 6 an diesem Morgen und schrieb gegen 6:30 eine SMS an seinen Chef, dass er etwas Schreckliches getan habe und wahrscheinlich bald in den Nachrichten dafür sein wird. Am selben Tag schrieb er seinem besten Freund noch: "Ich habe gestern Nacht echt verkackt. Ich werde den heutigen Tag entweder nicht überleben oder im Gefängnis landen." Gegen 13 Uhr an diesem Tag wurde dann von einer Überwachungskamera gefilmt, wie David sich ein gebrauchtes Laptop für knapp $100 kaufte. Danach kaufte er sich noch eine 2 Liter Flasche Wodka und eine Flasche Orangensaft. Gegen 14.30 Uhr wurde er bei Walmart gesehen, wie er sich eine Luftpistole kaufte mit etwas Munition.
wahrscheinlich die, mit der er auf 4chan angeben wollte. Er verbrachte daraufhin 30 Minuten auf dem Parkplatz von Walmart und zu dieser Zeit postete er auch den Beitrag auf 4chan mit allen Bildern vom Tatort, die er gemacht hatte. Er schaltete schließlich sein Handy aus und fuhr los Richtung Portland. Dort ging er in eine Bar und betrank sich bis 1 Uhr nachts. Als er dann von der Bar wegfuhr, wurde er von einigen Polizisten erkannt. Es begann ein Verfolgungsjagd quer durch die Stadt, denn David wollte sich auf keinen Fall ergeben und raste davon. Die Verfolgungsjagd wurde nach einiger Zeit von der Polizei abgebrochen, weshalb David fliehen konnte. Erst 16 Stunden später fand die Polizei dann das Auto von David. Von ihm war aber keine Spur. Gegen 20 Uhr an diesem Abend sah ein Polizist dann, wie David aus einem Wald herauslief und sich freiwillig stellte. Im Wald selbst fand die Polizei ein Boxspringbett und eine Art Camp, in dem David leben wollte. Er selbst hatte "David's Last Stand" mit einem Edding auf den Boden geschrieben. Außerdem fanden sie dort ein Geständnis auf dem Stand, dass er es nur getan hatte, weil Amber ihn nervte und das Weglaufen vor der Polizei ihm Spaß gemacht hatte. David wurde verhaftet und wegen der Tat an Amber Coblin angeklagt. Vor Gericht sagte David dann, dass er die Tat zwar begangen habe, er aber an Alkoholismus litt und sich auch nicht an die Zeit vor der Tat erinnern könnte. Die Tat selbst sei sehr schwammig und er würde sich nur an einzelne Bruchstücke erinnern wie die Verfolgungsjagd. Auch sein Psychologe bestätigte, dass er nur bedingt schuldfähig sei, da sein Gehirn von dem vielen Alkohol bleibende Schäden davongetragen hätte. Dabei versuchten sie sogar auf nicht schuldig zu plädieren. Für viele im Gericht war dies schwer zu verarbeiten, da er Fotos von den Überresten gemacht hatte, das Auto und die Kreditkarte gestohlen hatte und dann alles online gepostet hatte. Er wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Er bekam eine 82-jährige Haftstrafe. Zu diesem Urteil sagte David nur: "Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut und ich mir das nie vergeben werde." Im Gefängnis versuchte David sein Urteil mehrfach anzufechten und er wurde einmal dabei erwischt, wie er in die Zelle eines anderen Mannes einbrach und ihn schwer verprügelte. Das erste Mal kann David einen Antrag auf Freilassung auf Bewährung im Jahr 2100 stellen, falls er bis dahin noch lebt. Die Familie kämpft noch heute mit den Konsequenzen. Die Bilder ihrer Mutter sind immer noch überall im Internet. Alle haben sie gesehen und alle aus der Familie haben dadurch starke Einschränkungen in ihrem Leben erfahren. Keines der 5 Kinder konnte danach noch durchschlafen und der älteste Sohn, der die Mutter fand, lebt heute sehr zurückgezogen in Angst vor Menschen. Gute Nacht und bleibt gesund.